guten Morgen da. Jetzt sind wir hier auf der Wiese. Wir waren jetzt schon auf der anderen Wiese, wo wir sonst vorher waren. Ja. Und wir haben heute wohl am Maistöpfel von der Saison jetzt. Da liegen jetzt schon ein paar. Man sieht es jetzt da auf dem GoPro-Aufnahme jetzt so geschickt. Aber da liegen schon ein Haufen. Vor allem wirklich ziemlich grause. Also normalerweise sind die schon um einiges kleiner, die Äpfel. Die sind verhältnismäßig sonst ziemlich groß, sonst sind die meisten eher so wie der linke da jetzt. Und heute haben wir auch etwas anderes gemacht. Wir haben jetzt nämlich eine grause Kiste drauf auf dem Anhänger. Und die ist jetzt schon circa eine halbe voll mit Äpfel. Die haben ein paar Morsch-3 geholt. Die heben die noch mit dem Gabelstapler auf und wieder runter. So, und jetzt seht ihr hier vom Äpfel auflesen etwas. Jetzt ist die Kiste jetzt schon fast voll, wie man sieht. Ja, die Auflaufbremse, die ist jetzt aufgelaufen bei dem Gewicht. Das heißt, dass der Anhänger jetzt mitbremst sozusagen. Normalerweise würde er schieben, auch auf den Anhänger drauf jetzt in dem Moment. Dann halt nicht mehr, weil dasselbe quasi gebremst wird. Quasi immer noch ein bisschen. Quasi eigentlich nur so eine verspätete Bremse. Wenn ich Vollbremse mache, dauert es einen Moment. Wenn ich Vollbremse mache, dauert es einen Moment. Das ist ein beim Anhänger aufzunehmen. Jetzt bin ich fahre jetzt im dritten Gang runter. Machen wir eigentlich überall so. Außer auf der Wiese oder so. Dann kann man auch die Bremse wieder loslassen, dann lässt sie wieder rennen, so wie jetzt gerade. Und dann muss ich ihn mal wieder ein bisschen fahren mit der Bremse. Aber der Motor muss gerade ziemlich viel mitbremsen. Ja, ziemlich schade dieses Jahr, dass es auf manchen Wiesen einfach gar nichts hat. Aber wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Wenn es hoffentlich ein bisschen mehr gibt. So. Ihr seht die Kiste noch. Immer noch gleich voll. Wir fahren noch nach dem Mittag mit dem Auto weiter. Dann wissen wir, wie letztes Mal, nicht so viel Leid. Und noch viel mehr das. So viel ruhiger. We'll be right back.
jetzt sind wir fertig mit Äpfel auflesen für heute. 414 Kilo waren es, haben wir schon auch geliefert. Jetzt sind wir hier noch an der Wiese, zwei Streifer. Da haben wir Bierer gepflanzt, also wie jetzt, aber zwei davon müssen jetzt raus, weil die komplett abgestorben sind. Die holen wir jetzt mit unserem neuen Stahlseil raus, was irgendwie nicht hier liegt, sondern das ist das alte Stahlseil. Das ist kurz. Das ist das neue. Hier mit einem Haken halt und hier mit einer Schlaufe. Das geschickt passt für uns. Vier Bierflaschen in der Wiese. Kommt halt von dem Weg und direkt am Wohngebiet dran. Sind wir gerade drüber gefahren halt. Steht so schön. Das ist jetzt das Ergebnis. Zwischenergebnis kann man sagen. Die dicken Wurzeln muss man halt einfach noch abachsen. Der ist draußen. Mal rausgezogen bekommen jetzt. Nicht so einfach, aber. Ja, folgendes ist passiert. Der hat halt Abgrisse hier oben, stumpf. Ja. Jetzt probieren wir ihn halt unten wegzuziehen, was sich wahrscheinlich schwer tun wird. Man sieht, wie ich hier aus dem Atem bin. Ich verschwitzt die B. Ja, war dann doch die Muskelkraft, die es gemacht hat. Nachdem er abgebrochen war, hatten wir natürlich keinen Hebel mehr. Da haben wir den nicht umziehen können. Und da ja, kann man mit dem Traktor quasi auch weniger Kraft ausüben. Dann müssen wir halt alle Wurzeln weg. Man sieht es ja da jetzt. Am Ende hing er dann bloß noch hier an dieser großen Wurzel. Und dann haben wir ihn quasi über diese Seite drüber gezogen. Und dann von außen haben da ein paar Schläge gerichtet. Da war am Ende auch fast nichts mehr dran. Wir haben die Löcher dann jetzt so zugeschüttet mit dem Material, was da ist. Und im Frühjahr tun wir da noch einen Kompost. Noch. Jetzt laden wir das Zeug jetzt noch auf.
und führen das noch weg auf eine Wiese von uns, weil dieses Jahr, oder das werden Hackschnitzel, oder sollen, daraus sollen Hackschnitzel gemacht werden. Tust du aus, Jaggert, der hat jetzt Ölkuppeln. Ölkuppeln. Ja. Gut. Zum Abkippen noch. Jetzt die Einfahrt genau treffen. Ich glaube, der Hänger geht hinten ein bisschen in den Graben rein. Ja. Ja, aber da ziehen wir ihn locker drüber. Elegant. Ganz, ganz elegant gemacht. Da, da, da liegt ja schon so ein Schocher. Da kippen wir es dazu. Da. Ja. Sehr schön haben wir es gemacht. Ja, da unten bei der Weide und so, am Bach, haben wir euch schon gesagt, die sollen weg. Da haben wir jetzt mit einem Forstwirt gesprochen aus dem Ort. Der wird dann die großen Weiden fällen und wir räumen die dann auf. Genauso wie da, die. Die fällt auch und das kleine, die kleineren fällen wir selber dann. Das war's jetzt auch schon mit dem Block. Das hat euch gefallen. Wäre jetzt einfach.